Das ist der kleine Bruder, Simplon Chenoa Max CXTR, 7.799 Euro. Der Rahmen komplett aus Carbon, aber eine etwas abgespecktere Ausstattung drauf. Das werden wir gleich mal zeigen. Hier ist der große Bruder, haben wir eben gefilmt, gibt es ein extra Video zu. Da ist es, das Simplon Chenoa CX Max. Und das kostet 9.199 Euro. Das Ganze kommt aus Österreich, Carbonrahmen, ein Fully. Und das haben wir hier auch. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr schnelles Trekkingrad mit Tiefeinstieg, mit Carbonrahmen, als Fully mit einem Gatesriemen mit dabei und einer Enviolo-Schaltung. Ja, Majid, holt mal kurz das Display, der ist gleich da, wird das Ganze zeigen. Ich grüße dich ganz herzlich, Majid, guten Morgen. 1. Juli 2022, Display, zeigen wir am besten von dem anderen. Hast du dabei? Da ist es. Also das Fahrrad haben wir mit beiden Displays, da ist es beide mitgebracht. Man kann es mit Nion haben oder auch mit Intuvia. Für viele wollen diese Connectivity nicht, das ist einfach viel zu too much für die. Wir haben kein Handy, wollen es dann mit dem Handy verbinden. Nehmen das Intuvia-Display. Funktioniert wunderbar. Mal langsam. Das Intuvia passt auf die gleiche Halterung? Nein, das sind zwei verschiedene Halterungen. Okay. Aber wir haben beide, also das Rad habe ich sowohl mit diesem Display als auch mit dem anderen Display momentan auf Lager. Das Intuvia wird hier einfach reingedrückt. Ah, ich habe jetzt die Schraube im Mechaniker reingedreht. So. Wenn ich die Schraube hier wegmache, dann kann ich sie einfach reinlachen. Reindrücken, okay, verstanden. Also ich zeige mal gerade, da vorne ist das Display mit drin. Das Rad ist ein gutes Stück günstiger. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Enviolo-Schaltung ist stufenlos. Wir haben einen Gates-Carbon. Gates-Riemen, 10.000 bis 15.000 Kilometer Lebensdauer. Ich brauche nicht zu fetten. Ich brauche nicht. Gar nichts. Gar nichts zu machen. Ab und zu mal vielleicht mit dem Pinsel mal ein bisschen Sand weg. Sagen wir genau, oder abpusten. Und ich habe eine Schaltung, die halt auch die 85 Newtonmeter von dem Motor ab kann. So, dann wird sie automatisch gespannt, was ja beim Pulli ja immer so ein Problem ist bei einem Carbonrahmen, bei einem Carbonriemen. Der muss immer volle Spannung haben. Genau, der muss immer volle Spannung haben, weil ich habe hier bewegliche Teile. Und dieses Teil war halt jahrelang das Problem, dass wir solche Produkte nicht so einfach produzieren konnten. Das ist jetzt gelöst. Gepäckträger ist auch jetzt auch eingeentwickelt von Simplon. Gibt es auch nichts zu kaufen. Da mussten die halt selbst eine Lösung finden, damit man bei einem Folie einfach einen Gepäckträger hat. Und hier vorne ist auch nochmal, ich zeig's mal gerade, integrierte Rückleuchte ist mit drin. Das ist hier komplett mit drin. Dann hast du hier Intube-Akku mit drin. Ich habe den Intube 625 Wattstunden Akku. Ich kann auch einen zusätzlichen Gepäckträger-Akku dazu bestellen, wenn ich das will. Ist auch möglich, aber ist Zukunft. Gleichzeitig, da habe ich 1100 Wattstunden. Die Ladebuchse ist hier vorne. Ich kann dann hier schön laden und dann wird es auch nicht dreckig. Tiefer Einstieg, hast du es ja erzählt. Ich kann das Fahrrad mit einer absenkbaren Sattelstütze haben, hat man jetzt bei einem anderen Fahrrad oder ohne. Viele sagen, ich ändere ja meinen Sattel nicht. Dann kann man hier auch ein Parallelogramm nachrüsten, wo ich dann quasi nochmal eine zusätzliche Federung habe. Wenn ich will, macht keinen Sinn, aber ab und zu mal machen es die Leute. So, die beste Luftfedergabel, glaube ich, im Trekkingradbereich. Genau, die RockShox Paragon zeige ich vielleicht. Da ist eine Luftkartusche, da kann ich quasi mit einer Spezialpumpe Luft reinmachen und dann quasi ist mein auch sehr gut unterwegs. Die Abstimmung, praktisch der Negative, das brauche ich hier nicht, doch. Ich habe hier vorne mein Gummi. Du hast hier vorne auch dein Gummi. Da kannst du reinmachen und dann. Warte, ich zeig's mal gerade von der Seite. Ordentliche Bremsanlage. Wir haben die Magora MT4 Bremsen. Ein deutscher Hersteller, wir haben die deutsche Bremse verbaut, die auch ordentlich was halten. DT Swiss Laufräder. Schutzblech aus Metall, das ist jetzt kein Plastik, was jetzt rumplattert etc. Ist alles möglich. Ja, schaut euch bitte das Video an. Bosch Performance CX, Carbonrahmen mit allem drum und dran. Wir sind bei Switchbike Bornemann und das ist das Ergänzungsvideo, muss man sagen, zu dem Schwestermodell, was ich gerade eben angekündigt habe, zum größeren Bruder. Gleich auch nochmal mit einer Kettenschaltung und später in der Rundführung zeige ich auch welche. Wir haben von dem Modell haben wir insgesamt über 100 Stück sofort auf Lager und dann, genau. So, Preis nochmal, wir sind aktuell bei 7.799. Es kann sein, dass jederzeit der Hersteller die Preise erhöht. Bitte darauf achten, die Preise, die wir nennen, die sind tagesaktuell. Wir wissen auch nicht, wann die Hersteller die Preise erhöhen. Ja, 1. Juli 2022, wir sind in Gießen. Deine Rufnummer? 0641 34393. Ja, Leute kommen aus ganz Deutschland, ruft ruhig an. Über 1000 E-Mountain Fullix vorrätig, aber nicht eins jetzt in 500-fach, sondern unglaublich viel Auswahl. Wir machen heute noch einen riesen Rundgang. Du wirst bitte diesen Rundgang zeitnah vertecken. Das mache ich dieses Mal schneller. Schneller. Danke. Tschüss. Ciao.